Gucke ich hier, dass alles läuft. Ja, sieht gut aus. Genau, dann geht auch zu Game Duel heute tatsächlich auf den Tag genau. Geht die Quali für das Turnier nächstes Jahr, ja, im Juli, August halt wieder, Ende Juli, in Berlin los. Und bevor wir alles hier besprechen, wie das läuft, begrüße ich erstmal den Chat. Paolo, Jörg Heger, Hugo Notte, Daniel Schilke, Bernd Riesener und Roberto Peter sind schon da und auch jede Menge mehr. Ich sehe schon 22 Leute, sehr schön. Also pass auf. Erste gute Nachricht. Keine Verzögerung im Stream heute. Warum das nicht nötig ist, besprechen wir gleich, wenn wir uns angucken, wie das hier bei Game Duel funktioniert. Das ist aber schon mal cool, weil, ne, direkte Communication. Genau. Hallo Herr Keil, hallo Drunken Bruno. So, keine Verzögerung. Das ist das Erste, was ich ansprechen wollte. Das Zweite, hallo ML. Und Moni ist auch da. Also das Zweite, was ich sagen wollte, oder was wir jetzt machen als erstes Mal, ist gucken, was ist denn überhaupt Skat Masters und was ist Game Duel. Hat ja einen sehr schlechten Ruf, Game Duel, teilweise auch zu Recht. Gucken wir mal, warum. Und dann Punkt 2 ist mein Plan fassen fürs Turnier. Und Punkt 3 ist mein Avatar zusammen im Chat gestalten. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Ich hoffe, da haben auch ein paar Leute Bock. Es gibt hier so einen vorgefertigten Character-Editor. Manche Leute mögen es, manche finden es scheiße, aber wir können hier, gerade weil es keine Verzögerung gibt, hier schön, könnt ihr mir sagen, hier den Schnurrbart und die Brille und so ein Quatsch. Richtig lustig. Und Punkt 4 ist, wir spielen Skat. Steht heute ein bisschen am Ende, aber macht ja nichts. So, hallo Patrick Lösch, Dieter ist auch da, Thomas Gress und Mazzoni. Also, was ist Game Duel? Also Game Duel ist erstmal eine Plattform, wo man alle möglichen Spiele kostenlos, glaube ich, und um Geld spielen kann. Also auch sowas wie Halma oder Mau Mau. Keine Garantie, ob es die Spiele wirklich gibt. Aber es gibt jedenfalls sehr viele Spiele. Was ist, also Skat kann man übrigens auch spielen. Wer hätte das gedacht? Und das Skat Master, das ist halt deren Aushängeschild. Quasi ein über ein Jahr andauernde Turnierreihe. Mit dem Finale in Berlin, wo halt Daniel, unser Daniel, schon dreimal, glaube ich, gewonnen hat. Oder so. So. Wie funktioniert das jetzt? Da gucken wir uns am besten mal die Übersicht an. Die findet man natürlich nicht ganz so leicht auf der Plattform, aber man findet sie nämlich hier. Können wir Punkt 4 nicht vorziehen, sagt Paolo. Ja, leider nicht. Sonst musst du später wiederkommen. Also, wie funktioniert das Turnier? So. Das ganz oben ist das Ziel. Das Skat Masters Finale in Berlin, gerade gewonnen von unserem bekannten Sessionar. Und Platz 4 von gerade unserem Discord-gejointen Christopher Tiki. Und so weiter. Das habt ihr ja vielleicht noch mitbekommen, zumindest wenn ihr auf dem Discord aktiv seid. Da gibt es für den Sieger 25.000 Euro. Also da will man hin. Wie kommt man da hin? Über die Qualifikationsturniere. Da kostet jedes 10 Euro. Was bedeutet Qualifikationsturnier? Jedes Qualifikationsturnier läuft über den Zeitraum von einer Woche, immer von Freitag bis zum nächsten Donnerstag. Dort spielt man für 10 Euro 36 Spiele. Aber nicht so, wie ihr das kennt, wie bei Euroskat oder so, dass man mit zwei Gegnern 36 Spiele spielt. Nein. Man spielt 12 mal 3 Spiele. Die Leute, die das bei Daniel schon gesehen haben, wissen das jetzt. Für euch ist es eine Wiederholung. Das heißt, man hat aller 3 Spiele neue Gegner. Das ist auch der Grund, warum ich hier ohne Verzögerung streamen kann, weil die Gegner wild rumwechseln. Ist also scheißegal, wenn da jemand zufällig meinen Stream einschaltet. Wer qualifiziert sich fürs Finale in Berlin? Jede Woche die besten 3 Spieler dieses Turniers. Du kannst jede Woche mehrere Listen spielen, aber es geht nur die beste Liste in die Wertung ein. Das heißt, du kannst eine 1300 spielen, eine 1500 und eine 1800. Am Ende zählt nur die 1800, die anderen werden gelöscht. Die ersten 3 Plätze gehen allerdings immer, oder sagen wir mal, zu 90% immer über 2000 Punkte weg. Du brauchst also eine richtig krasse Liste.
Das ist die erste Möglichkeit, um sich zu qualifizieren. Hier, die Top 3 pro Turnier. Für Leute, die dann mit einer 1400 enden, die haben dann immer noch so ein bisschen Geldgewinn, kriegen dann 20, 30 € raus. Zweite Möglichkeit ist über die Jahresrangliste. Steht hier Rangliste. Darüber werden 30 Plätze vergeben und dort werden die 6 besten Turnierergebnisse gewertet. Allerdings auch wieder jede Woche nur ein Ergebnis. Du kannst also in einer Woche eine 1800 und eine 1700 spielen. Auf der Rangliste geht nur die 1800 ein. Die 1700 wird geext, weil die halt innerhalb eines Turnieres gespielt wurde. Also sozusagen die besten Ergebnisse aus 6 verschiedenen Wochen. Da geht das meist, da müssen alle 6 Listen über einen 1700er Schnitt haben, damit man sich qualifiziert. Es gibt sozusagen zwei Teilziele, um sich zu qualifizieren. Entweder schafft man eine 2000er Liste oder man schafft innerhalb eines Jahres, es gibt übrigens 47 Wochen diese Turniere, also nicht ganz 52 Wochen, 47 Wochen. Oder man schafft innerhalb dieser 47 Wochen 6 Listen über 1700 Punkte. Dann hat man auch eine sehr gute Chance, sich fürs Finale zu qualifizieren. Dritte Möglichkeit ist tatsächlich noch das Wildcard-Turnier. Das steht hier. Das ist quasi kurz vor knapp, also kurz bevor das Finale ist, noch das letzte Turnier, wo nochmal 6 Plätze rausgehauen werden. So. So kann man sich also qualifizieren. Wenn Fragen sind, sagt an. Ja, ich spiele nachher auch, Leute. Dauert noch ein bisschen. Ihr müsst jetzt erstmal die Erklärung aushalten oder auch nicht, dann abschalten. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, nämlich mein Gameplan. Also, du kannst ja hier Geld verpulvern, wie du willst. Du kannst ja sozusagen, Daniel hat das ja auch erzählt, du kannst ja sagen, nach 3 Spielen lief scheiße, ein neues Turnier. Oder du sagst, und das kostet aber immer wieder 10 €. Ja, du kannst also sozusagen nach 6 Spielen abbrechen und sagen, nee, komm, mach ich neu. Kostet wieder 10 €. Du musst dir also irgendwie einen Plan machen. Mein Plan ist jetzt wie folgt, den schreibe ich hier kurz auf. Pro Turnier, das heißt also pro Woche, maximal 30 € investieren. Ja. Das heißt also, ich starte maximal 3 Listen in einer Woche. Sonst wird es einfach zu teuer und lohnt sich am Ende nicht. Jede Liste ab 1300 soll in die Wertung eingehen. Ja, also soll heißen, wenn ich eine 1300 spiele, warte mal, Liste ab 1300 geht in die Wertung. Soll heißen, das ist natürlich nicht eine Liste, mit der ich mich fürs Finale qualifizieren kann, ist klar. Soll heißen, wenn ich ein 1300 gespielt habe, dann weiß ich, okay, ich habe mich nicht qualifiziert, aber dann weiß ich auch, für die Liste kriege ich am Ende irgendwie 20 € zurück. Lasse ich in die Wertung eingehen. Spiel die Woche nicht mehr. Ja, mehr Regeln gibt es eigentlich gar nicht. Die beiden Regeln reichen eigentlich schon. Achso, doch, die dritte Überlegung wäre, ab wann bricht man eine Liste ab? Und da habe ich mir gedacht, nicht so wie Daniel, so richtig aggressiv nach 6 Spielen schon abbrechen, sondern wenn bei Spiel 18 weniger als 400 Punkte. Dann sage ich Tschüss. So. Die drei Regeln will ich versuchen zu befolgen und damit dann sozusagen Erfolg haben oder Misserfolg. So. Dann Punkt 3. Darauf habt ihr natürlich am meisten gewartet, nicht, aber ich habe hier, ich hab hier so einen Knopf entdeckt, wo man sein Avatar gestalten kann. Die meisten von euch haben wahrscheinlich keinen Bock drauf, aber ist mir egal. Da will ich jetzt mit eurer Hilfe, also wer Bock hat, gern mitmachen, mein Avatar gestalten. Richtig hässlich, wenn es geht, aber kann auch nicht so hässlich sein. Also ist mir eigentlich egal, aber ich fände hässlich lustiger. Man kann hier so Zufall drücken. Richtig hässlich. Man kann hier einen Erwachsenen, man kann auch einen Opa nehmen. Opa ist einfach so graue Haare. Pass auf. Und damit es nicht ewig dauert, weil ich mag eigentlich so Charaktereditoren gar nicht, würde ich sagen, ihr seht hier ganz viele Reiter, Haare, Ohren, bla. Einfach nur in Chat schreiben eine Zahl zwischen 1 und, wie viel gibt es? 4, 8, 18.
Eine Zahl zwischen 1 und 18. 1 ist oben links, 18 ist unten rechts. Und wenn ich eine Zahl zweimal gesehen habe, dann nehme ich dieses Ding. Am Ende gucken wir dann uns noch das Alter an. Ja? Also, geht los. Bitte jetzt Zahl von 1 bis 18 in den Chat schreiben. Das ist die Frisur, die ich nehme. Ich könnte die jetzt auch alle anklicken, so lange. Okay, 13 sehe ich einmal. Sobald ich eine Zahl zweimal sehe, wird die genommen. Okay, ich habe 7 zweimal gesehen. Zack. Okay, warte mal, wir machen aber auf Junior, damit die Haare auch da sind. Am Ende entscheiden wir über das Alter. So, Schluss mit den Zahlen. Ich habe die 7 zweimal gesehen. Kurz Pause. Neue Zahlen. Ohren. Eine Zahl zwischen 1 und 6 jetzt in den Chat. Wenn ich eine Zahl zweimal sehe, wird sie genommen. Eins und sechs, Hugo. Da ist keine sieben dabei. Nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bei den Uhren. Leute, ihr seid alle irgendwie ein bisschen verzögert wahrscheinlich. Fünf, vier, drei. Okay, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 5. 5 ist das erste Mal doppelt. Es ist die 5. Okay. Ja, eine leichte Verzögerung ist wahrscheinlich trotzdem drin. So. Ohr ist klar. Wimpern. Ne, hier. Wie heißt das? Augenbrauen. So, jetzt eine Zahl zwischen 1 und 16, bitte. 1 und 16 ab jetzt. Hallo Stahlbart. Ich begrüße euch nachher nochmal. 1 und 16, eine Zahl zwischen 1 und 16. Zack, zack, zack. Und wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie hinterher seid im Stream, nochmal neu laden hier. 1 und 16. 13 sehe ich, 14, 15. Ihr einigt euch nicht so schnell. 13, 14, 15, 10. 14! 14 sehe ich zweimal. Oh, 14 ist auch direkt ausgewählt, ne? 15, 14. Okay, stopp. Augen, Farbe und Form, glaube ich, gleichzeitig. Eine Zahl zwischen 1 und 17, bitte. Eine Zahl zwischen 1 und 17. Palo, weiß ich nicht, ob ich die 5, doch, die 15 muss ich schon zählen von Palo, denn er hatte die gerade schon geschrieben. Also 15 ist schon angesagt. Promille geht nicht, Jörg. Wird schwer. 15 ist die erste Zahl, die ich für die Augenfarbe sehe. 13 kommt rein. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 17 von Mazzoni. 15 ein zweites Mal von Moni. Dann ist es die 15. Bitte aufhören zu wählen. Braune, etwas schmalere Augen. Ja, sieht schön scheiße aus. Alles gut. Nase. 14 verschiedene Nasen hat Game Duel im Angebot heute. 14 Nasen. Bitte wählen Sie eine Nase aus. Bitte jetzt eine Nase wählen. Bitte wählen Sie eine Nase aus. Ich werte ab. Jörg Sommers Dollarzeichen. Alles nach Jörg Sommers Dollarzeichen wird erst gezählt, weil ich glaube, doch so ein paar Sekunden Verzögerung drin sind. 1 bis 14. Bitte die Nase wählen. Bitte die Nase wählen. Bitte wählen Sie jetzt die Nase. 1 bis 14. 13 ist gesagt. 13 von deinen Stücken. Wer bildet mehr? Wer bildet mehr? Wer bildet mehr? Wer bildet mehr? Michael Böhm, Freispieler. 13 ist zweimal gefallen. 13 wird ausgewählt. Das ist die 13. Okay, ich merke überhaupt keinen Unterschied, hä? Doch, gibt einen kleinen Unterschied. Und wir kommen zu den Bärten. Oh, guck mal, Bärte haben wir aber im Angebot. Wie Sand am Meer. 4, 14, 18 wieder. 18 Bärte im Angebot. Bitte eine Zahl von 1 bis 18. Zählt nach Max Kühnes 4 erst, nach Max Kühnes 4 erst, wird 1 bis 18, bitte jetzt in den Chat schreiben, bitte jetzt in den Chat schreiben. 1 bis 18, ja, danke Monika für das Stoppzeichen. Jetzt 1 bis 18 in den Chat, die 10 von Dieter, die 10 von Dieter, ja, danke Daniel, das könnte ich mir für einen Weihnachtsmarkt überlegen. 10, 13, 11, 13, 11, 11 ist zum zweiten Mal gefallen. 4, 9, 11. Der ist ja ausgewählt. Das ist ja so ein ganz. Es ist ja nur so ein Bartschatten. Na gut, wenn er meint. Ist es die 11 überhaupt? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ist die 11. Bartschatten ausgewählt. Okay, Bart ist Schluss. Nach Stahlbarts 3 ist vorbei.
Gern wieder Stoppzeichen. So, und einen Mund. Guck mal, da müssen wir erstmal wählen, ob wir einen traurigen, neutralen oder fröhlichen wollen. Also erstmal 1, 2 oder 3 für. Alter, wie viele Münde gibt's denn? Für traurig, neutral und fröhlich. 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3 für traurig, neutral oder fröhlich. 1 traurig, 2 neutral, 3 fröhlich. 1, 2 oder 3, letzte Chance. Da kommt gar nichts rein, ey. Traurig, neutral, fröhlich. 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Traurig, neutral, fröhlich. 1, 1. Ja, ich warte mal ein paar mehr ab. Hier zählen nicht die ersten beiden. Da wollen wir mal ein gutes Zuschauer-Average nehmen. Also schreibt ruhig weiter. Da schon einmal ein bisschen weiter. Wenn wir mal kurz so einen Überblick haben. Ah, okay, die dritte 1. Ja, scheint doch traurig, die meisten zu mögen. Dann, aber ich warte mal noch kurz, schreibt mal ruhig ein bisschen mehr gern noch. Traurig, neutral, fröhlich. Wenn ihr nicht mit traurig einverstanden seid. Wenn ihr sagt, traurig ist okay, dann nehmen wir traurig. Warten wir noch 5 Sekunden. 1, 2, 3. 4. Okay, traurig. Moni auch noch traurig. Nehmen wir traurig. Und jetzt bitte eine Zahl zwischen. Was ist das hier? 1 und 19. Eine Zahl von zwischen 1 und 19, bitte von euch. 1 und 19 nach Bogey Bogeys 3. Ich weiß nicht, ob die 3 zwar schon zählt, weil scheint ja doch irgendwie 2 Sekunden Verzögerung zu sein. Also sagen wir mal nach Bogey Bogeys 3, wenn du trotzdem 3 bist, Bogey, gerne nochmal schreiben. Eine Zahl zwischen 1 und 19. Brillis und fette Goldkette noch, alles klar. 4, 13, 11. 4, 13, 11. 4, 13, 11. 12, okay. Wenn ihr was doppelt wollt, 17. Bisher nur verschiedene Zahlen, noch keine Doppel, noch keine Doppel, noch keine Doppel. Wann kommt die doppelte Zahl? Wann kommt die doppelte Zahl? Bitte doppelte Zahl schreiben oder nicht? Bitte doppelte Zahl schreiben oder nicht? Wann kommt die doppelte Zahl? Noch keine doppelte Zahl. Wo ist die doppelte Zahl? Immer noch keine doppelte Zahl. Jetzt 19, 19, 9 bei 19. Wer bitte mehr als 19, 19, 19, 19, 10, 10, 10. Immer noch keine doppelte Zahl. Einzelne Zahlen. Wer bitte die doppelte Zahl? 17, 17. Zuschlag für die 17. Ich muss 17 zählen. Dieser hier, alles klar. Danke. Pause. Die 17 hat entschieden. Kopfform. Kopfform 1 bis 16. Nach Bogey Bogey 16 bitte erst. Bogey Bogey, wenn du die 16 willst, bitte nochmal schreiben. Ab jetzt 1 bis 16. Welche Zahl kommt zuerst doppelt? Welche Zahl kommt zuerst doppelt? 1 bis 16 ist zu wählen. 1 bis 16, 1 bis 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zahlen, 16 Gesichtsformen. Wer sagt doppelt? Wer sagt doppelt? Ich sehe noch gar keine Zahl. Wo ist die 1? Wo ist die 2? Wo ist die 3? Ich sehe eine 13. Nein, Entschuldigung, die 13. Die 13 kommt aus Itzehoe. Itzehoe, bitte 13. Wo kommt die nächste Zahl? Wo ist die doppelte Zahl? Doppelte Zahl, doppelte Zahl. Sagt die doppelte Zahl. Wo ist die doppelte Zahl? Doppelte Zahl. Noch keine doppelte Zahl. 8. Eine 8 ist dabei. 8. Wer will die 8? Wer will die 8? Wer will die 8? Will ja noch die 8? Die 8, 8, 8, 8, 8. Wer will die 8 oder die 13? 13 oder 8? Noch keine doppelte 4. 4 ist im Rennen. 4 ist noch im Rennen. 4, 4, 4, 4, 4 von Mazzoni. Mazzoni sagt 4. Max Kühne, die 8, ein Stück die 8. 9 von Stahlbart. 9 von Stahlbart. Stahlbart sagt die 9. 9 von Stahlbart. Stahlbart sagt die 9. 9 von Hugenotte. Zack. Da sind die Wangen ein bisschen schmaler geworden. Und wir sind bei der Brustbehaarung. Die ist ja irgendwie, da müssen wir dann, also wenn ihr euch für Brustbehaarung entscheidet, dann müssen wir dann ja noch eine andere Klamotte wählen, wo man die Brustbehaarung sieht. Wenn ihr keine Brustbehaarung wollt, dann die 1 bitte. 1 bis 5. Es gibt, ihr seht ja leider nicht, ist ein bisschen öde. Aber ihr seht ja hier viel Brust, wenig Brustbehaarung. Also 1, wenn ihr keine Brustbehaarung wollt. Und 2 bis 5, wenn ihr Brustbehaarung wollt. Wenn ich ganz viele Einsen sehe, dann keine Brustbehaarung. Deswegen, also, okay, Max Kühne schreibt 0, damit meint er vielleicht 1. Könnt auch gerne 0, 1 oder 0 für keine Brustbehaarung. Wenn ich ganz viele Einsen und Nullen sehe, keine Brustbehaarung. Okay, der Vollgeist will Brustbehaarung. Ah, ich sehe relativ, ich sehe schon die dritte 1 und noch eine 1. Okay, keine Brustbehaarung. Brustbehaarung, no go, alles klar, keine Brustbehaarung. Brustbehaarung, Umfrage, Brustbehaarung ist geschlossen. Alle, die Brustbehaarung wollten, sorry. Keine Brustbehaarung. Hüte, es gibt zwei Mützen, einmal den und einmal den übrigens.
Auch hier wieder, wenn ihr keine Mütze wollt, 0 oder 1. Wenn ihr eine Mütze wollt, 2 oder 3, bitte in den Chat. 0, 1, nee, Quatsch, 0, also 0 und 1. Ich mache jetzt immer 0 und 1 für keine. Und wenn ihr eine Mütze wollt, dann 2 oder 3. 2 für diesen roten Hut, 3 für dieses Basecap mit Game Duel. Auf der Mütze steht Skat Masters oder sowas. Also, 0, 1 für keine Mütze, 2 oder 3 für Mütze. Wenn es wieder viele Nullen oder Einsen gibt, dann keine Mütze. Wenn ich allerdings irgendwie doch sich doppelnde Zahlen sehe, 2 und 3, 2, 2. Oh, ich glaube, es wollen doch einige 2, 1. Oh, ja, es ist knapp. Oh, 2, schon nächste 2. Also es wollen doch einige die 2. Ich werde mal die 2 nehmen. Ich glaube, wir bleiben bei dem Hut. Max Hühner auch die 3, okay. Aber ich bleib mal beim Hut jetzt. Hut ist Hut. Und jetzt sind wir noch bei der Brille. Brille muss, glaube ich, sein. Da gibt es nicht die Auswahl, keine Brille. Weil Brille ist immer gut. Brille haben wir hier 4 bis 8. Ne, ach, 4 bis 8. 1 bis 8. Okay, jetzt ist doch mehr 3 reingekommen bei Mütze. Also wenn ihr. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Ist, glaube ich, 4 zu 4 tatsächlich. Mütze wählt man, wenn die Frisur nicht gefällt. Na gut, vielleicht kommen wir nochmal zur Mütze zurück. Jetzt machen wir Brille. 1 bis 8 für die Brille ab jetzt bitte nach Thomas Rogalas Satz. Bitte jetzt 1 bis 8 für die Brille. Die 5 ist drin von Max Kühne. Max Kühnes 5 zählt schon mal. Max Kühnes 5 ist drin. Die 7 ist auch drin von Mazzoni. Mazzoni sagt die 7. Max Kühne die 5. 5 oder 7. Wer möchte auch 5 oder 7? Sonst eine andere Zahl bitte jetzt eingeben. 4 von Brangdono. 8 von Stabat. 7. Da ist die zweite 7. Wir nehmen 7. Die 7 ist dieses Schmucke mit etwas leicht gebräunten Gläsern. So, und jetzt sind wir beim Oberteil. Da gibt es ja von Fliege bis Poloshirt und Hosenträgern und Basketballshirt alles. Also, und zwar gibt es 4, 10, 16. Eine Zahl von 1 bis 16 bitte nach Monikas 5. 1 bis 16 bitte nach Monis 5. Die Zahl 1 bis 16 bitte jetzt 1 bis 16. Die 1 bis 16, bitte. Welches Oberteil soll es sein? 1 bis 16, 1 Rollkragenpullover, 16, irgendwas, was ist das hier? Ein Hemd halt. Poloshirt oder was? Anzug gibt's. Ihr seht es ja hoffentlich klar genug auf dem Bildschirm. 1 bis 16. Es geht los. 13 und 5. 13 von Daniel. 5, 9. 13, 5, 9. 5 ist übrigens das Sport. 16 jetzt auch im Rennen. 1, 13, 5, 9. Nur verschiedene, interessant. Wer bläst ins gleiche Horn? 13 ist gewählt. 13 ist gewählt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, sieht aus wie ein Urlauber. Was haben wir hier noch? Hintergrund. Okay. Da können wir wählen zwischen. Zeige ich mal alle kurz durch. Sind ja nicht so viele. Kornfeld. Das ist ein abgespaceder Raum. So, nach Bogey Bogey 7 geht die Abstimmung los. 1 bis 7. 1 und 2 ist so irgendwie kein Hintergrund. Und das andere seht ihr ja selber. Also 1 bis 7 nach Bogey Bogey 7 bitte jetzt abstimmen. 1 bis 7 für den Hintergrund. 1 bis 7 für den Hintergrund. Sieben ist einmal drin, das ist der gerade ausgewählte. Sechs von Max Kühne, das Kornfeld. Sieben, sechs, vier von Fallguys. Sechs und damit wird's das Kornfeld. Und wir haben es gleich geschafft. Okay, nee, das zählt schon nicht mehr. Da sind nur noch mal die gleichen Mützen. Dann haben wir es geschafft, aber noch nicht ganz. Wir müssen noch entscheiden, ob wir so mittelalt oder Senior sind. Und bitte jetzt nochmal auch gern kommentieren, ob ihr ohne Mütze wollt, damit man die Frisur seht. Da könnt ihr jetzt ruhig mal einen Chat schreiben. Einmal Junior, Erwachsen oder Senior. Und ob ihr vielleicht ohne Mütze wollt, damit man die Frisur sieht. Hier, ich zeige euch nochmal, wie die Frisur übrigens aussieht. Als Junior so,
Als Erwachsener ist irgendwie schon weißhaarig, okay. Und als Senior Glatze. Also schreibt mal bitte in den Chat mit Mütze, ohne Mütze oder Hut und welches Alter? Junior, Erwachsen oder Senior? Erwachsen, Senior mit Mütze, Senior mit Mütze. Mazzoni, erwachsen mit Mütze. Also wir haben jetzt schon mal zwei Meinungen. Also wer auch Senior mit Mütze will, dann einmal Senior mit Mütze in Chat. Wer erwachsen mit Mütze will, dann einmal erwachsen mit Mütze in Chat. Auf jeden Fall wahrscheinlich mit Mütze. Erwachsen mit Mütze oder Senior mit Mütze. Ich klicke das mal ein bisschen hin und her. Erwachsen ohne Mütze ist jetzt auch dabei. Senior ohne Mütze ist jetzt übrigens auch dabei. Also ihr könnt auch gerne abstimmen. Also ihr könnt auch gerne ohne Mütze machen. So sieht's übrigens ohne Mütze aus. Goldkettchen gibt's übrigens gar nicht. Das hatte irgendwer vorhin geschrieben. Jörg Sommer oder was? Wo ist das Goldkettchen? Bogey Bogey sagt ohne, aber noch nicht, ob Senior oder Erwachsen. Max Kühne Senior. Ja, du hast ja schon geschrieben, Max. Bogey Bogey Senior ohne, okay. Also, die Umfrage ist noch 30 Sekunden auf, dann zähle ich aus. In 30 Sekunden zähle ich aus. Die Stimmen aus dem Chat. 30 Sekunden könnt ihr noch in eure Tastatur knallen, wenn's für euch relevant ist. Noch 15 Sekunden. Okay, dann werde ich in 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt zählen wir mal aus. Ich sehe zweimal Senior, dreimal Senior, vier, also Senior gewinnt. Und bei Mütze sehe ich ohne, 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 mit. Also ich sehe mehr ohne. Das heißt, wir lassen es bei diesem feinen Herren. Ja, das ist es. Bild speichern. Wer da irgendwie sagt, nee, Moment mal, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Vor allem ist das Bild jetzt hier nicht angezeigt, ist ja auch schön. Ich hoffe, er hat es trotzdem gespeichert, damit das nicht alles umsonst war. Wer irgendwie sagt, okay, ist irgendwie kaputt. Naja, werden wir sehen, ob es im Spiel angezeigt wird. Wer irgendwie sagt, das gefällt mir überhaupt nicht, dann bitte den Vortrag geben. So, jetzt ist immer nicht so leicht, Skatmasters zu finden. Aber wir haben es geschafft. Leute, die jetzt. Ach doch, da ist es. Guck mal. Geil. Wir haben es geschafft. So, die Leute, die irgendwie bisher eingeschlafen sind, weil sie eigentlich nur hierher gekommen sind zum Skat gucken, die können jetzt aufwachen, denn wir spielen jetzt gleich Skat. Ja, wir hatten eine Frisur Mazzoni, aber wenn man Senior nimmt, dann ist halt eine Glatze, weil als Senior hat man keine Haare mehr. Was soll man sagen? Aber wenn genauso Leute wie Mazzoni irgendwie sagen, hä, was soll denn der Quatsch? Dann im Discord gern nochmal euer Feedback hinterlassen, dann lasse ich mit mir reden und verändere den Avatar nochmal. Vorhin hatte irgendwer was im Chat geschrieben von wegen Freispielen. Weiß ich leider selber nicht. Michael Böhm, du kannst ja auch mal das Prinzip der Freispieler erläutern. Kenne ich nicht. Deswegen, Michael Böhm, gern mehr im Chat dazu, wenn du uns oder uns allen das erklären kannst. Was ich weiß, vielleicht meinst du das, ich habe früher, als ich vor 2 Jahren oder so mal da mitgespielt habe, kam dann mal nach einer Woche oder so eine Mail, wenn man mal länger nicht gespielt hat, hey, Julian, du hast ja eine Woche nicht gespielt. Wir schenken dir hier 10 € mal fürs nächste Turnier. Aber völlig random. Also konnte ich nicht wissen, warum ich jetzt 10 € gekriegt habe. Deswegen, ich weiß nicht, ob das das ist. So, also für alle, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, nochmal mein Wettkampf. Pro Turnier. Das jeweils eine Woche dauert, maximal 30 € investieren. Das sind also drei Listen, also zweimal neu starten, beziehungsweise zweimal neu starten heißt das.
Maximal. Eine Liste ab 1300 lasse ich in die Wertung eingehen, auch wenn sie natürlich nie zur Qualifikation reicht. Und wenn ich bei Spiel 18 weniger als 400 Punkte habe, breche ich die Liste ab. Danach eventuell auch, irgendwie, wenn es scheiße läuft, aber sozusagen bis Spiel 18 wird jede Liste gespielt. So, jetzt spielen wir Skat übrigens. Zum Skat Masters. Registrieren. Hiermit bestätige ich, dass ich 18 Jahre alt bin. Achso, das habe ich am Anfang noch nicht gesagt. Die Spielzeit jedes Turniers ist täglich von 16 Uhr bis 23:59 Uhr. Ist also ein begrenztes Zeitfenster, währenddem man spielen muss. So, das hatte ich eingangs, glaube ich, noch nicht erwähnt. So sieht's aus. Man hat also 12 Päckchen A3 Spiele. Das heißt, man spielt immer gegen andere Leute, hatte ich eingangs gesagt. Deswegen habe ich heute im Stream auch keine Verzögerung drin, weil sind ja immer neue Leute. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand hier mehr upstreamt. Roberto Peter schreibt, jeden Tag 50 Cent Bonus möglich, wenn du gegen Joker gewinnst. Jeden Tag ein anderes Spiel. Okay. Das bezieht sich also auf Game Duel als Ganzes eventuell, nehme ich an. Und nicht nur auf das Skat Masters. Da bin ich natürlich ein bisschen auch gar nicht so interessiert daran. Also ich will jetzt nicht, außer des Skat Masters will ich auf Game Duel ja auch eigentlich gar nichts spielen. Aber gut, egal. Ihr könnt trotzdem die Infos kommen lassen und dann gucken wir mal. So, wir fangen jetzt übrigens an mit Skat. Und ja, gucken wir mal. Hier unser gerade designter Community Character tritt an gegen hoffentlich zwei Spieler, die bald kommen. Also ging mal schneller, aber da, ding, ding, ding. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Soundeffekte auch hört. Ja, ich glaube schon. Okay, erstmal wieder gewöhnen an alle hier. Weiß noch nicht mal, in welcher Position ich sitze. Wo sieht man denn das eigentlich? Kommt raus, rechts ist Vorhand, also Mittelhand. Okay, ja. Pass ich mal. Also grundsätzlich natürlich, ja, man muss schon ordentlich offensiv reizen, aber auf der anderen Seite, also die 2000er Listen, die ich so gespielt habe in meinem Leben, da lief die Karte einfach. Also und zusätzlich hat man da natürlich auch ein paar mehr Spiele gereizt, wenn man gemerkt hat, die Karte läuft. Muss man halt sehen, wenn ich irgendwie jetzt merke, ey, ich spiele ja immer so ein bisschen offensiver, aber ich merke, ich komme auf keinen grünen Zweig, ja, dann muss man vielleicht dann tatsächlich nochmal einen Ticken offensiver reizen oder so. Okay, also die Sounds sind schon mal krass. Ich spiele ja sonst gar nicht mit Sounds. Muss mal sehen. Vielleicht stelle ich die auch einfach aus hier oben. Wie sieht man den letzten Stich eigentlich? Hier? Nee. Hier? Hier? Hier. Ja, ich find's ohne Sounds ein bisschen besser. Das ist mir sonst zu anstrengend. Okay, ja, das ist ja schon mal ein Spiel, das uninteressant ist. Okay, Moni wirft den Tipp ein, Bube, zwei Asse, immer 18. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, schauen wir später mal. Ist zu empfehlen, unbedingt zu empfehlen, um ein paar Euro weniger in die ganze Geschichte stecken zu müssen. Okay. Dann würde ich sagen, dass ich mir das auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen lasse. Guck mal, die haben mir keine Avatare gemacht hier. Unbedingt das machen, um ein paar weniger Euro investieren zu müssen. Okay. Naja, dann werde ich es auf jeden Fall mal ja angucken. So, was haben wir denn hier? Tja, dann machen wir mal ein Kreuzspiel mit 13 im Skat. Ich komme raus, kann aber nichts anklicken. Doch jetzt. Ist schon erstmal wieder ein bisschen merkwürdig, auf einer neuen Plattform zu spielen. Alles ist anders. 24. Ist natürlich nicht so schön.
Tja, jetzt weiß ich nicht, jetzt können wir nur hoffen, dass, glaube ich, Pik 10 noch geladen wird. Ui, jetzt wird hier Pik abgeworfen, das ist natürlich schlecht. Ah, Pik 10 ist auf der Seite. Dann hätten wir doch probieren können, ob es geladen wird. Wie deckt man auf eigentlich? Hier. Ich glaube, ah, die haben schon genug tatsächlich. Wo sieht man das? Ne, ich habe 64. Na, dann ist ja gut. Hallo Sarah. Was hast du da wieder für einen Roman geschrieben? Die Seite wurde wohl von einem buddhistischen Mönch kreiert. Hab mal gehört, bei jedem Gong muss man sich selbst eine Ohrfeige geben, deswegen gibt es keine Spieler drin. Okay. Ist auch nicht die Welt. Normalerweise hast du da 5 bis 10 Euro pro Monat, wenn du das jeden Tag mitnimmst. Ja, okay, dann ist natürlich das Zeitinvest schon eine andere Frage, ob sich das lohnt. Aber auf jeden Fall danke für die Info, weil ich das tatsächlich noch nicht kannte. Bis wohin habe ich jetzt gereizt? 30? Eieiei, da haben wir einen Buben gefunden. Da müssen wir jetzt wohl Grang spielen. Na, hilft ja nix. 8 gedrückt. Irgendwie hoffen, dass Kreuz rauskommt und die Buben verteilt sind. Na, gucken wir mal. Kommt leider Herz Ass raus. Ah, Kreuz Ass ist gut. Aber noch eine Siegchance. Wenn die Jungs verteilt sind, sonst irgendwie auch eher nicht. Ah ja, das sieht gut aus. Hoffe, es reicht jetzt. Ich glaube, es reicht, ja. Okay, wir haben das erste Paket geschafft. Jetzt kann man direkt in das nächste reinsteigen. Würde ich auch normalerweise machen, aber ich wollte euch noch schnell zeigen. Man kann auch immer zur Turnierübersicht gehen. Und dann sieht man halt die Päckchen, die man schon gespielt hat. Wenn ich jetzt hier auf Neustart drücken würde, würde ich nochmal 10 Euro investieren und dann würde es quasi nochmal losgehen. So. Aber jetzt spielen wir natürlich weiter. 172 ist jetzt ja nicht so schlecht. So. Also ja, mir gefällt unser Avatar, wie er da auf dem Kornfeld hängt. Finde ich eigentlich ganz okay. Drei Asse. Da muss ich auf jeden Fall mal 18 sagen. Ich denke mal 22 werde ich wohl sagen. Und mehr aber nicht. Wenn du so reizt, schaffst du nie 2000, sagt Moni. Naja, würde ich nicht bestätigen, Moni, tatsächlich, weil ich habe ja schon mehrere 2000er Listen gespielt in meinem Leben und da habe ich auch nicht anders gereizt. Insofern würde ich das nicht verifizieren können, was du da sagst. Wie gibt man auf? Gar nicht. Erst wenn man dran ist, wahrscheinlich.
Naja. Oder der andere muss ja erstmal aufgeben oder so. Oh, ist das vierte Ass drin. Hier oben sieht man's ja. So, damit können wir natürlich auf den Grang gehen hier. Außer Moni, du sagst es, nachdem ich im ersten Päckchen 172 habe. Das ist ja voll auf Kurs auf 2000. Verstehe ich also nicht. So. Drücken wir mal die 20 hier. Na schade, nimmt da raus. Der Hund. Fünfzehn. Die acht vielleicht blank. Ich weiß gar nicht. Wenn ich jetzt hier zeige, muss ich auch nicht unbedingt den Rest machen oder muss ich hier dann den Rest machen? Weiß ich gar nicht. Aber ist wahrscheinlich genauso wie bei Euroskat, oder? Dass man auch theoretisch noch einen Stich abgeben kann. Wenn es nicht so ist, bitte in den Chat schreiben. Nicht, dass ich irgendwie aufdecke und dann gebe ich noch einen Stich ab und dann verliere ich das Spiel oder so. Aber es wird schon nicht so sein. Das ist ja Quatsch. Sieht auch nicht schlecht aus, die Karte in Hinterhand. Aber zumindest mal ein bisschen reizen hier. Jeden Fall mal über den Null. Zwanzig hat er noch. Na, ich sag mal 33 mit der Karte. Muss man natürlich einen Peak finden. Okay, dann lasse ich ihn mal ran. Ist ja immerhin gut, dass man den Skat im Anschluss noch sieht. Fällt mir. Roberto wäre da vorsichtig mit Rest des Mains. Okay. Also lieber aufpassen, das wird gespielt. Karo. Karo mit Dreien dann wohl. Also wenn jemand mehr weiß als Roberto Peter, dass man das einfach wie bei Euroskat abklappen kann, bitte gern Nachricht in Chat. Wie viel haben wir denn jetzt? 42. Ich bin erstmal hier.
Na gut. Next. Das ging aber flott. Insta-Hit. Hi Stefan Schmidt, grüß dich. Auch danke für deine poetischen Kommentare unter meinen ganzen Videos. Lese ich immer wieder mit Freude. Hi Alex, grüß dich. Ja, also wenn ich mich qualifiziere, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich mich vor Micha qualifiziere, weil Micha ja wahrscheinlich einfach 3 Wochen vorher einsteigt und das sofort schafft. Ja, insofern gar nicht so unwahrscheinlich. Wobei tatsächlich für mich die wahrscheinlichste Möglichkeit der Quali wahrscheinlich über die Rangliste ist, also irgendwie 6 1700er-Listen übers Jahr zu spielen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Aber wer weiß. Mal gucken. Dafür probieren wir es ja aus, ne? Okay, selber die 10. Lang gespielt, okay. Okay, also von euch. Hallo Ronny Brandt und Michael Stauf. Also, es hat jetzt keiner mehr geschrieben, wie das hier mit Karten öffnen ist. Ob man das wie bei Euroskat machen kann, wenn man noch Stiche abgibt, oder ob man das zwingend machen muss, wenn man wirklich keinen Stich mehr abgibt. Wenn das jemand weiß, dann schreibt das gerne nochmal im Chat. Ansonsten muss ich bei nächster Gelegenheit, da war ja auch so ein Erklärtext, aber ich fühle mich hier mal ein bisschen durch die Zeit gehetzt und hatte da jetzt keine Zeit, den Erklärtext mir durchzulesen. Dann, ja, sag das einfach nochmal. Herzlosche hat er abgeworfen. Okay. Ja, jetzt nicht so ein dickes noch, das wär's. Das sieht nicht gut aus. Naja, wobei, ist ein Nullansatz, ne? Wir reizen mal Null. Dann eben nicht. Das war leider ein totes Päckchen. Hauptsache nicht aus Versehen schenken, sagt Alexander. Ja, das kann anscheinend ja auch passieren, wobei ich da nicht mal die Taste kenne. So, Grang. Herzkönig blank. Ja, es war klar, dass er da rein flankt. Schade. Dann. Na, hätten wir auch so nicht gewonnen, ne? Obwohl, doch. Hätten wir, glaube ich, gewonnen, wenn er da noch wartet. Crap. Sie haben den dritten Platz belegt. Punkte 0. Schönen Dank. Nächstes, bitte. Also, wir müssen, dürfen dann nur nicht vergessen, nach 18 Spielen. Ding, 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 ding. Mein Gott, kriegst du ja echt einen Schock hier. Nach 18 Spielen, gucken, ob wir noch im Rennen sind oder Abbruch, Abbruch. Ja. Hier ist doch wieder ein Nullover, hä? 2 zu drücken. Also mindestens 30 mit der Herz- und der Null-Over-Option, würde ich sagen. Ich krieg sogar für 22. Nice. Zack. Zwei Jungs drin. Naja, Null-Over geht jetzt nicht mehr. Wo sitze ich? In Hinterhand? Ja, der Grang ist nix. Ich spiele mal den Kreuz.
Kann ich ja gar nicht. Wo sind wir? Doch, kann ich. 22. Muss hier noch irgendwie checken, alles. Aber 22 geht noch. Jetzt könnte das ja in Kraft treten mit Rest des Mains. Ich traue mich irgendwie nicht, es auszuprobieren. Aber es tritt vielleicht auch nicht in Kraft, weil jetzt eh der Rest wirklich meins ist nach dem Stich. Ja. Rest des Mains. Jetzt können wir aber hier nochmal lesen. Mitspieler wird das Spiel weitergespielt und ihre Karten bleiben für die anderen Spieler offen sichtbar. Okay, also hat, glaube ich, keine Konsequenzen tatsächlich. Wird dann einfach weitergespielt, aber es ist nicht so, dass ich das Spiel verliere, wenn ich dann noch einen Stich abgebe. Also so klang das jetzt für mich. Ich glaube, ihr stimmt mir zu. Guck mal, keiner hat sich die Mühe gemacht, wie wir hier eine halbe Stunde lang den Avatar zu designen. Ist natürlich enttäuschend. Aber viele von euch werden sagen, ja logisch, war ja auch voll scheiße. So, hier, ja, so bis so 0 über den Peak würde ich vielleicht mal reizen. Okay, zack. Na, guck mal, 2-0 Karten. 2-0 Karten gefunden, trotzdem kann ich eigentlich nicht wirklich ein 0 spielen, ne? Weil ich da 7 Ass habe, also doch, könnte ich schon. Er hat Pik gereizt und er kommt raus, vielleicht mit Blank Pik. Oder ich spiele halt einfach den Kreuz. Ah, der ist auch nicht so stark. Ich spiele mal den 0. Ich hoffe mal, dass Blank Pik hier rauskommt. Es kommt Kreuz raus. Das wollte keiner sehen, leider. Vielleicht kommt ja danach jetzt noch mal Pik raus. Das ist natürlich auch nicht gut. Eieiei, da haben sie den Weg in Kreuz gefunden. Na gut. Da hätte jetzt sogar wäre Blank Pik sogar egal gewesen, weil ich erstmal Herz Ass natürlich abwerfe. So, was ist hier los? Nicht viel. Aber vielleicht sagt man erstmal 18, falls es ein Test 18 ist. Na, dann nicht. Ist doch maskiert oder nicht? Nö, ich glaube. Ach so. Du meinst, dass man deswegen die. Ach so, dass man deswegen die Avatare nicht sieht. Das ist ja öde. Wozu haben wir denn dann unseren Design? Den wollte ich ja auch den anderen zeigen. Naja, gut. Dann sehen wir ihn immerhin. Das ist, ach so, ja, okay. Schade. Aber stimmt, ja, ich sehe ja selber. War noch nicht immer maskiert, oder? Ist neu, glaube ich. Ich glaube, früher hat man nicht bei Daniels Videos auch immer die Namen gesehen oder so? Na gut, will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber gut, dann ist natürlich auch logisch, dass man den Avatar nicht sieht, wenn es maskiert ist, sonst würde man den ja erkennen. Null Hand, U Wert. Und 7, 8. Und Dame. Gott, wie geht der denn? Geht der überhaupt? Da bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, um nachzudenken, tatsächlich. 7 Sekunden. Ich glaube, der geht halt nicht.
Soll ich die Abwürfe hernehmen? Ja, geht nicht. Wo soll ich die Abwürfe hernehmen? Nee, geht nicht. Wie kann ich schenken? Spiel aufgeben. So, das war ja nix. Wo sind wir denn jetzt? Insgesamt. Okay, noch zwei Päckchen, dann gucken wir, ob ich weiterspiele, die Liste. Ding, 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 ding. Ah, nach dem Päckchen sieht man die Namen, schreibt Hugonotte. Okay, ja, das kann sein, dass ich das da mal gesehen habe. Aber auch erst seit neuestem und nur für Game Duel. Was meinst du mit nur für Game Duel? Ja, 22, okay. Also Spieler 2 hat noch Pik gereizt. Herz, okay. Aber ich bin gleich mal meine eigene 10 und ist frei. Guck mal an. Hat er da noch drei Karo Luschen dabei? Auch heftig. Drei Karo Luschen noch. Oh, hat er jetzt die Pik 10 die Kreuz 10 geschont, ey? Das wäre ja auch öde. Das ist ja auch jetzt scheiße. Naja, 66. War die gedrückt jetzt? Das zeige ich irgendwie nicht drauf geachtet, aber lief irgendwie, hätte glaube ich irgendwie besser laufen können. Dass er Trumpf 10 vielleicht nicht verstechen kann. Ja, das ist ja ein Crap. 10 € für Abreize. Du kannst ja auch als Strategie weiterspielen und abreizen, machen ja auch viele. Ja, ich lasse euch mal reden, Ralf. Wird schon sehen, meine Strategie, ob die geht oder nicht. Bereuen werde ich sie jedenfalls nicht, weil ich habe mich ja dafür entschieden. Ihr werdet es vielleicht bereuen, weil ihr denkt, was für ein Idiot. Aber ist ja mir dann egal. 10 € fürs Abreiz investieren. Ach so, als Strategie abreizen. Na, du weißt ja nicht, gegen wen du spielst. Wo ist der letzte Stich? Ne, hier. 14. 6. Du meinst, wenn man jetzt zum Beispiel ein gutes Ergebnis schon hat? Oder wann macht es denn überhaupt Sinn, Geld fürs Abreizen zu investieren? Hätte ich jetzt Kreuz spielen müssen oder was? Ja. Ja, okay, da war ich gerade nicht ganz hellwach, leider. Geld fürs Abreizen. Also die Idee ist, wenn man irgendwie jetzt ein 2000 hat und Platz 1 bis 3 steht, dass man dann halt noch Geld investiert, damit niemand anders 2000 schafft oder wie. Aber es ist doch total unwahrscheinlich. Also, wo ergibt es denn Sinn? Du weißt ja nie, gegen wen du spielst. Ist ja einfach Zeitverschwendung meistens.
Das ist ja wirklich nur, wenn du Glück hast und zufällig jemanden dann an den Tisch zugelost kriegt, der auf dem Weg zur 2000er, zu einer 2000 ist. Das ist ja quasi eine Chance von wahrscheinlich unter 1% oder so. Ist ja total bescheuert. Also, ich kann mir vorstellen, dass Leute das sagen, dass sie das gemacht haben und dann sich damit brüsten, das kann ich mir vorstellen. Aber ob das irgendwie sinnvoll ist, glaube ich nicht. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Achso, Ralf meint, bei schlechten Runden bis zum Ende weiterspielen und alles abreißen, wenn man da jetzt eh schon die 10 € versenkt hat, meinst du? Und dann sozusagen den Rest der Liste einfach dumm spielen? Ja, aber auch dann ist es ja so unwahrscheinlich, dass du jetzt irgendwie. Also, das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Aber gut, gern in die Strategiediskussion im Discord. ob das irgendwie eine valide Option ist. Mir scheint's. Wo sitze ich? In Hinterhand? Ja, guck mal rein. Ob das wirklich eine valide Option sein könnte. Ich glaube, so sind die Schneiderchancen am höchsten. Weiß ich nicht. Ja. Also ist okay, ich hab's mal registriert. Da trifft man die Guten, okay. Sieben, 17, 28. Aber jetzt Karo, schade. Ah, daneben. Kein Schneider. Naja, muss ich mir mal auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen, Hugo. Notte. Aber selbst, also, wenn sich jetzt herausstellen würde, oh, ist ja voll die Megataktik, dann wäre es natürlich eine Überlegung wert. Aber wenn nicht, dann denke ich mir eher, das ist ja totale Zeitverschwendung. Also, irgendwie. Weil letztlich kann es ja sein, dass du dann irgendwie also, wer profitiert davon? Sagen wir mal, ich verhindere tatsächlich von einem guten Spieler eine 2000er-Liste. Dann profitiere noch lange nicht ich davon, weil ich muss ja in der Woche dann auch noch eine 2000er-Liste spielen. Also so, verstehst du? Das ist ja irgendwie ein totaler Longshot. Also dann als Erfolg habe ich, dass zum Beispiel Tiki es in der Woche nicht geschafft hat, wegen mir. Und dann kann ich das irgendwie in Social Media posten. Hier, ich habe es geschafft, dass der Vorjahres-Viertplatzierte, dass ich dem 5 Spiele abgereizt habe. Richtig nice. Aber dann habe ich selber mich immer noch nicht qualifiziert. Deswegen weiß ich nicht. Also da muss ich noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. So. Das scheint für mich noch nicht ganz so viel. Da scheint noch nicht ganz so viel dahinter zu sein. Aber sollte sich da irgendwie in meinem Kopf irgendeine Schranke lösen und ich feststellen, Mensch, das ist ja total die ausgeklügelte Ultra-Strategy, dann können wir darüber nochmal reden. Ja. Ja, genau, so ähnlich wie Stahlbart das gerade geschrieben hat. Ja, 6 mal über 1700 ist das genau. Hugo Notte. Aber die 1600 kriege ich ja auch nicht, wenn ich. Also, verstehst du? Ja, ich hatte ja gerade überlegt, wie geht der denn überhaupt noch, wenn ich 20 drücke? Ja, geht. Warte mal, 10, 20, 36, 37, 44. Ja, der Gang geht halt, wenn. Die 10 läuft. Wir sind vorn, ne? Dann müssen wir den mal spielen, glaube ich. Einen, wobei, ja doch.
Geht der überhaupt, wenn... Also egal, werden wir gleich merken. Ich glaube, er geht nie, wenn die Zehen abgestochen wird. Aber gut, dann ist er. Er wird da nicht abgestochen. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich glaube, ich muss jetzt einfach die beiden Asse ziehen und wenn die gehen, dann geht's sonst nicht oder so. Ich habe ja eh keine Option, was soll ich hier noch spielen in der Karte? Hat's jetzt, habe ich jetzt 61 oder nicht? 65 sogar. Ehrenhaft. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, jetzt haben wir 6 Päckchen gespielt. Gibt es da eigentlich mal eine Summe oder muss ich die jetzt selber ausrechnen? Muss ich selber ausrechnen? Okay. Wir haben gesagt, aber ich sehe ja schon, es sind mehr als 400. Das ist für euch jetzt entweder eine gute oder schlechte Nachricht. Die gute ist, dass ich es noch schaffen kann, mich in der Liste für einen Geldpreis zu qualifizieren. Aber die Frage ist, wollt ihr das überhaupt? 528? Weil das ist ja dann so, wenn ich eine 1300 spiele, habe ich gesagt, lasse ich es in die Wertung eingehen, damit ich da irgendwie 10, 20, 30 € rauskriege. Heißt natürlich für euch weniger Game-Duell in einer Woche. Also für euch als Chat ist es wahrscheinlich geiler, wenn ich tatsächlich neu anfange oder so. Na, weiß ich nicht. Aber ich bleib halt meiner Strategie erstmal treu. Warum Kreuz anspiel? Ja, warum nicht gerade Kreuz anspiel? Ich muss da eh alle vollen durchbringen. In der Tabelle auch mal hinsehen. Direkt Qualifizierte zählen dann am Ende nicht. Ja, das stimmt. Gran. Ja, weiß nicht. Steht doch da oben. Steht da doch. Was steht da? Ach, da steht, die Punkte standen oben, ja? Okay. Ja, das ist natürlich immer frustrierend für euch als Zuschauer, wenn ich irgendwas nicht erkenne. Ja. Dann gucke ich das nächste Mal gleich nochmal. Habe ich nicht mitgezählt. 28. Haben wir irgendwas an die 40 jetzt? Ugh. Ist ja öde. Na, Pik Ass ist auf jeden Fall nicht noch mit drin. 11, 7 Augen mehr. Naja, gut, hätte nicht gereicht. Also, ihr meint wahrscheinlich, dass der Gesamtstand gerade da stand und ich ihn blind, wie ich war, nicht gesehen habe, nehme ich mal an. Gucke ich mir gleich nochmal an nach dem Päckchen. Da ist die Glocke der Musikschule fröhlich ein Segen, schreibt Sarah. Ja, das Klingeln ist wirklich ein bisschen interessant. So, hier ist so ein kleiner Grang-Ansatz. Wirklich nur ein kleiner. Aber ich will mal den 0 rausnehmen, weil ich gar keine 7 in der Karte habe. So. Dann darf er. Kannst auch Kreuz Ass halten und dann nur gegen 3 Buben verlieren. Fünfhundertachtundzwanzig hatte ich. Ja, das habe ich auch errechnet. Das stand anscheinend da. Ich hätte es wohl nicht ausrechnen müssen, wenn ich euch richtig verstanden habe. Ich gucke gleich nochmal nach dem Päckchen. Irgendwo stand das natürlich. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. War nur gerade zu blind offensichtlich. So. Wer spielt da Kreuz? Fünfundzwanzig. Ah, jetzt wird's interessant. Kann er den noch übernehmen? Nee. Was für ein Pech. ja. Aber er hat sowieso die 10 blank, dann ist auch egal. Selbst wenn er übernehmen kann, reicht's ja nicht. So, drei Asse, zwei Jungs. Das können wir nun wirklich nicht weglassen.
Zack. Oh, noch ein Junge. Müssen wir irgendwie einen Grang hinzaubern? Wo sind wir denn? Mittelhand. Ja, drücken wir einfach die 13, ne? Und dann laufen wir damit mal los. Laufen wir damit mal los. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Siebenundzwanzig. Schon mal gut, dass da nichts reingelegt wird. Oh, jetzt traut er sich nicht, die 10 zu spielen. Das ist auch gut. Und der Karo Ass geschmiert war auch gut. Aber er hat beide Karos leider. Aber immer nicht die 10. So, ich spiele jetzt einfach zu Ende. Es hat sich so angefühlt, als ob Karten zeigen länger dauert als zu Ende spielen gerade. So, 80, das macht sich. So, pass auf, jetzt gucke ich mir das nochmal kurz an hier, damit ich danach weiß, was Phase ist. Wo steht's denn? Ha, hier steht's. Ist ja sogar relativ deutlich. 626, alles klar. Weiter geht's. Wir haben noch Chancen für die 1300. Wenn ich irgendwann feststelle, keine Chance auf 1300, dann fange ich ein neues an. Und da war wieder die Glocke. Ding, 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 ding. Da bist du aber auch wach, wenn du die hörst, das ist klar. Ich weiß gar nicht, wie laut es bei euch rüberkommt. Bei mir kann ich ja Kopfhörer ein bisschen runterregulieren. Kommt bei euch wahrscheinlich lauter an, als ich es höre. Karo Hand könnte man hier reizen. Machen wir mal. Hat er noch? Na dann. Viel Glück für ihn. Was hat er dann gesagt? Hat er schon was gesagt? Nee, aber hat es gerade aufgenommen, glaube ich. Was ist hier eigentlich los? Ah, Holztisch. Ach, guck mal. Biergarten. Holztisch war okay, oder? Tischdecke, oh Gott. Turniertisch, 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 Holztisch. Wir bleiben mal bei Holztisch, ne? Deutsche Karten kann man auch einstellen. Hier nicht. Wer deutsche Karten sehen will, mache ich ja ab und zu. Letzte Woche gerade wieder der deutsche Zockerdienstag. Guckt euch gerne nochmal den Stream an. Da gibt es ja einige unter euch, die auch das deutsche Blatt genießen. Diesen Fanservice biete ich hier auch auf meinem Kanal. So, Grang. Da hat er eventuell. Ne, einen alten wird er nicht haben, sonst würde er den antesten. Okay, er wechselt direkt. Hat Karo 10 gedrückt, kann man sich auch nicht vorstellen eigentlich. Tja, jetzt habe ich es aber schwer. Die Dame vorspielen für einen Abstich ist ein bisschen zu riskant, weil ich jetzt nicht davon ausgehen kann, dass er auf alle Fälle dort sticht. Oh Gott. Das war auf jeden Fall schlecht. Dass er da das Kreuz Ass schmiert. Das muss ja ein ganz schlechter Grang sein. Okay, doch nicht so schlecht. Jetzt zieht er den Jungen. Wo ist die Karo 10? Na, wenn er sie hätte, dann würde er sie doch noch spielen, oder? Alles andere erscheint mir Spanisch. Ja. Wenn er jetzt Herz findet, haben wir Rest. Aber er war schon durch, leider. Öde. Ja, wir mal gucken, ne? 33 mit dem Sechstrümpfer ist ja wohl immer hier angesetzt. Vierundzwanzig. Der jetzt auch noch reizt. Gleich kommt die Skat-Oma. Besser wäre die Zins-Oma.
Nee, ach so, ich sehe es auch direkt nach der Runde. Okay, danke, Roberto Peter. Muss ich nochmal gucken? Biertischdesign mit Deckel und 15 Stichen drauf. Ja, cool. Alexander, Hugonotte meint doch, diese Skat-Oma, die kommt, wenn jemand offline geht. Dann wird hier so eine KI eingesetzt. Die kenne ich auch noch. So, wann haben wir gereizt? 24. Dann drücke ich mal so. Aber vielleicht wusstest du das auch, Alex. So, 11. Ja, das wird. Fünfundzwanzig. Oh, das ist unterm Ass. Ja, das war klar. Oh, jetzt wird es natürlich ein bisschen nicht mehr so schön. Na. Ah, ich befürchte, dass wir jetzt nur noch gewinnen, wenn er Karo Ass hier öffnet. Link, er hat ja auch wahrscheinlich Herz 10 noch und Karo. Alles andere ergibt keinen Sinn. Er macht wirklich Karo Ass auf. Na, jetzt haben wir Maximum bekommen. Ich weiß nicht, ob es reicht. Aber wenn ja, dann gut. Ja, 68. Naja. So, letztes Päckchenspiel. Ja, dann sind wir auch bei 40, hören wir uns wieder. Und dann gucken wir mal. Ja, also danke auf jeden Fall nochmal für die Leute, die jetzt erst dazugekommen sind. Wir haben vorhin in einer halbstündigen Akribie meinen Avatar designt hier unten. Ist ganz gut geworden. Aber wenn ihr denkt, sieht voll scheiße aus, bitte redesign, dann gerne im Discord-Kanal, Link unterm Video, euer Feedback hinterlassen. Dann bin ich auch bereit, ihm eine neue Mütze oder eine neue Frisur anzuziehen. Wir hatten sogar eine Frisur, aber jetzt hat er Glatze, weil wir auf Senior gestellt haben. Ja. So, ja, 40 noch. Mehr ist schwer. Mehr ist schwer. Wie sehen denn die deutschen Karten aus? Wenigstens einmal können wir sie ja machen hier. Zack. Die sehen ja sogar echt nice aus. Haben ihren eigenen Touch. Mann. Sehen auf jeden Fall deutlich nicer aus als die offiziellen von Altenburg, die bei Euroskat zum Beispiel genutzt werden. Das ist naja, gut, das ist Geschmackssache, aber ich finde sie ganz nice. Haben noch so einen Gelbstich. So richtig schön altbacken. Na, guck mal, er spielt auch Herz. Dann wollten wir beide Herz spielen. Er hat einen Trumpf mehr als ich. Jetzt kommt eine Fake-Wimmelung, wenn ich. Ah, ich weiß gar nicht. Man kann eigentlich hoffen, dass keine kommt, ne? Da spielt er ja niemals von der 10, glaube ich. Blank. Das wäre ja töricht. Jetzt muss die Schmierung kommen. Weiß nicht, ob es uns reicht. Yes. Ausgezeichnet. So, sehe ich jetzt hier den Zwischenstand oder was? Wo denn?
Ach da. Gesamtpunktzahl 749. Aber ich sehe nicht, wie viele Päckchen ich noch habe, ne? Das ist das Problem an der Seite. Muss ich nochmal zur Turnierübersicht. Okay, noch vier Päckchen. Schaffe ich noch theoretisch die 1300? 749 minus 1300. Gut, verrechnet. Durch vier Päckchen. Hä? Also ja, plus vier gerechnet ist, sorry. Durch vier. 137 pro Päckchen. Ja, das ist machbar. Das ist machbar. Da wollen wir noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Das Flintchen ins Korn. Was eigentlich gerade zu sehen? Ja, okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Taschenrechner auf dem zweiten Monitor geöffnet hatte. Das wäre ja sinnlos. Aber ich hatte den auf dem ersten Monitor geöffnet. No. No, sir. Ach so, ihr könnt gerne noch im Chat mal eure Erfahrungswerte schreiben, wer das schon öfter mitgespielt hat, ab wann. Also ich habe zwar jetzt mir die Marke von 1300 Punkten gesetzt, aber ab wann ist man denn eigentlich im Geld? Also ab wann kriegt man denn zum Beispiel diese 10 Euro zurück? Ist das schon bei 1100 der Fall oder geht das tatsächlich erst bei 1200 irgendwas los? Wer das weiß, gern mal Erfahrungswerte in Chat. Ich finde, glaube ich, die 1300er Marke trotzdem ganz gut. Also selbst wenn ich eine 1200 spielen würde, würde ich sagen, naja, versuch's es ruhig nochmal. Aber ich würde vermuten, dass man bei 1300 halt schon mehr quasi wiederbekommt als 10 Euro. Und dementsprechend würde sich das dann langfristig eher lohnen. Rang. Ja, jetzt hätte man auch Pik, um Kreuz Ass anzuzeigen, einlegen können. Guck mal einer an. Ja, weiterschmieren. Okay, dann war ja jetzt noch Karo Ass, ja. Karo 10. Weiß gar nicht, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Ja, ich glaube, jetzt haben wir über 60. Was musste er da noch den Herz abwerfen? Achso, den hat er einfach noch in der Karte gehabt, wahrscheinlich. Puh. Dann ging der wohl nicht. Na gut, mit 7, 8 Dame und 8 irgendwie war jetzt auch nicht der beste Gang. Sind wir ehrlich, ach, muss der den vielleicht spielen? Oder weiß ich nicht. So, jetzt ist die Oma da, die Skat-Oma. Mensch, die Skat-Oma ist übrigens jünger als ich, so wie sie aussieht, ne? Sieht eigentlich noch echt fit aus. Das ist schon ein bisschen Beleidigung für viele Omas auf der Welt, wenn hier irgendwie so eine 50-jährige Oma hingesetzt wird. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Na, so ein bisschen. Ich sehe da schon so ein bisschen Age-Shaming. Aber gut, Feedback geht raus an Game Duel. So, Kreuz. Na, gucken wir hier mal. Neunzehn. Ja. Warum? Ah, okay. Nee. Heftig, den sticht dann auch weg, ey. Noch ein Trumpf jetzt? Ne. Da war ich wieder voll raus beim Spiel. Da hat er noch einen Trumpf auf einmal. Naja. 1400.
Ab 1400 Watt, Ulf. Ab 1400 bekommt man erst mehr als 10 Euro oder was? Dann müsste ich ja auf jeden Fall meine 1300 nach oben korrigieren. Das ergibt ja keinen Sinn. Naja, natürlich, Stahlbadoma kann man mit 40 schon sein, das ist schon richtig, aber ich meine, wenn man Skatoma hört, dann denkt man doch nicht an eine 40-jährige Frau in den besten Jahren. Das ist ja Quatsch. Hi Sabine, grüß dich. Ah, 13. So, jetzt nach dem Päckchen wird es natürlich so ein bisschen schwer, die 1300 zu erreichen. Okay, warum hat er jetzt da gerade die R10 durchgeladen? Das war ja total sinnlos. Na gut, sind aber auch nur 6 Augen mehr, wenn er es nicht durchlädt, ne? Gut, nach dem Päckchen haben wir wahrscheinlich eigentlich kaum noch drei Päckchen noch für 1300. 211. Na egal, ich spiele trotzdem noch ein Päckchen. So kurz vor Schluss. Wenn wir jetzt nichts reißen, wenn wir jetzt nichts reißen, dann breche ich ab. 211, 511 durch 3. Das sind irgendwie jetzt 190. Ist immer noch so wenig? Ja, ist schon so 190 pro Päckchen jetzt ungefähr. Also zwei Spiele pro Päckchen noch jetzt quasi. Also zwei gute. Zwei gute. Na, Spieler werden schlafen langsam ein. Hier ist ja noch 1 Stunde Spielzeit eigentlich. Na, siehst du, so. Da wollen wir mal auf Herz-Hand gehen. Na, kommt auch die Kreuzreizung oder was? Okay, Herzhand wird nicht gestattet. Brauche ich noch, okay. Danke, Max. Da war meine Mathematik anscheinend nicht ganz so gut am Start gerade. 14. Neunundzwanzig, 32, 37. Aha. Und ein Stich bitte. Jetzt ist da noch der Bube rechts. Easy win. Aha. Schon wieder. Okay, die Oma ist da. Welcome back, WB. Höre jetzt wieder Herz Hand. Komme ich schon raus? Ja, gucken wir natürlich rein. Ja, die können ja wohl genauso wieder gedrückt werden. Fast. Ich lasse mal die 9 oben als Glücksbringer. Dreizehn. Oh, die Skat-Oma spielt aber einen herben Skat hier. Achtunddreißig haben sie schon.
51 muss ich stechen. Naja, so 120. Reicht noch nicht. 170 haben wir gesagt. Muss jetzt noch ein Spiel hier rein. Ah. 20 noch. Ha, guck an. Guck an, da haben wir noch einen gefunden hier. Zum Herz. Was habe ich gedrückt? 3. 28. Einunddreißig. Das war eigentlich ja fast schon erstmal über die Dörfer gehen, aber. Aha. Zweiundvierzig. Ja, schade. Er zieht mir den Trumpf nicht ab. Das ist ja ein Ehrenmann. Spieler 2, wieder gut gespielt. Nicht. Okay, 200. Zwei Päckchen noch. Wir haben 989. Das ist ja jetzt, das kann sogar ich ausrechnen. 311 durch 2. Ne, dann wird's schon wieder schwer. 150, 156 pro Päckchen. Und gucken wir mal. Klingeling, da kommt die Eisenbahn. Ne, der Eiermann. Aber meinetwegen auch die Eisenbahn. Aber mal hier gucken, was die Leute so haben. Ja, ich glaube, wir reizen mal über 0. Keine 7 in der Karte. Okay. Dann go ahead, Sir. Achim kenne ich. Achso, siehst du, ich achte gar nicht auf die Nicknames. Die stehen ja immer nach jedem Päckchen. War Achim der? Er muss ja der gewesen sein, der so schlecht gespielt hat, oder da? Der andere war ja Skat-Oma. Grüße gehen raus, Achim. Danke für das geschenkte Spiel. Immer wieder gern. So, Spieler 1 hat hier ein Problem, ist ja auch klar. Wenn er hier unbedingt 24 sagen muss. Ach, der Aussteiger war Achim, okay. Dann, Entschuldigung, Achim, hab nichts gesagt. Bist einfach ausgestiegen. Sieht man also auch noch den Namen, der aussteigt. Wenn man aussteigt, ist ja sofort, glaube ich, irgendwie minus 700 Punkte oder so, ne? So dass du quasi in der Liste auch keine Chance mehr hast. Kreuz tatsächlich, okay. Hat er jetzt wirklich 10 und König in Herz gedrückt? Krass. Okay. Das hat kein Stück Pik in der Karte. Ist ja auch heftig. Ich glaube, ich überstech den mal lieber. Das gefällt mir doch besser.
Das er nämlich Pik frei. Nee, er hat ja noch das Pik Ass, oder? Muss er noch das Pik Ass haben? Ha! Aber er lässt ihn durch. Er hat noch die 9er, okay. Aber jetzt hat er da Rest, ne? Trumpf, Gabel oder was? Aber wir haben das Pik Ass noch bekommen. 60. Lecker Schmeck. Da hat Spieler 2 ihn voll verwirrt, dass er da die 10 nur geschmiert hat. Nice one. Ich passe. So, in Vorhand muss man ja fast schon, ich bin ja in Vorhand, muss man ja fast schon auf Gragen reizen, die Karte, glaube ich. Also nicht nur fast, ich reiße sie jetzt auf Gragen. Was hat er gereizt? 33. Ja. Das haben wir erstmal jetzt zwei Karten gefunden. Dann müssen jetzt die Jungs verteilt sein erstmal. Dann müssen wir irgendwie KOC. Also es gibt einige Baustellen. Wollen wir es mal vorsichtig formulieren. Gut, die Jungs sind schon mal verteilt. Dann haben wir noch eine kleine Chance. Hintern kommen ist auch okay. Herz ist auch okay. Ist nicht ganz so okay. Aber eigentlich ist es okay. Wie ist denn jetzt die beste Zugfolge? Ah, Herz oben unten? Oder, ne, ich glaube Karo und dann den Herz noch vielleicht abwerfen. Ach, guck mal. Das ist ja mega simpel, das Spiel. Jetzt kann ich auch einfach ziehen. So. Jetzt haben wir hier 138, reicht noch nicht. Was hatte ich gesagt? 156. Bis zum letzten Spiel wird hier gezittert, ob wir die 1300 schaffen. Die vielleicht nicht mal für einen Geldpreis reicht, wenn ich das vorhin mit den, wie ich das vorhin mit den 1400 richtig verstanden habe. Aber das sehen wir nach der ersten Quali-Woche sowieso. Am Anfang spielen ja wahrscheinlich auch mehr Leute mit und am Ende, nehme ich an. Und in der Mitte ist wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen das Feld ruhiger oder so. Aber da haben natürlich andere mehr Erfahrungswerte als ich. Denn ernsthaft habe ich hier mich noch nie versucht zu qualifizieren. Ein 23, 24. Alter, ich wollte eigentlich auch reizen. Was geht ab? Dann nicht. So, dann kommt es auch tatsächlich auf den letzten Block an. Jetzt müsst ihr halt wissen, ne? Ihr könnt mir entweder dann die Daumen drücken, dass ich die 1300 schaffe. Das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss, dass ich diese Woche kein Game Duel mehr spiele. Aber vielleicht wollt ihr ja genau das. Vielleicht wollt ihr ja wieder mehr Euroskat sehen. Oder ihr sagt, hoffentlich schafft das nicht, dann sehen wir diese Woche noch mehr Game Duell. Ist mir beides recht, ist ja eine persönliche Präferenz. 5. Okay. Dreiundzwanzig. Siebenundzwanzig. Ja, jetzt kann er sein Trumpf Ass noch verstechen. Aber er kommt, glaube ich, zu kurz trotzdem. Na, jetzt Trumpf, er muss Trumpf spielen. Trumpf, du Affe. Jawoll!
Oh, ich dachte schon, jetzt spielt er Kreuz Ass, ey. Aber hat er nicht. Guter Mann. Wer war's? Spieler 2? Sieht man das jetzt hier? Ja, hier, ne? Grand mit 5. Krasses Game. So, 1167. Also Leute, ne? Entweder ihr drückt mir jetzt die Daumen für 133 Punkte im letzten Päckchen. Oder ihr sagt, hoffentlich schafft das nicht, dann spielt er noch eine Runde. Daniel Schülke wie 12,99. Könnte genau darauf enden. Wäre natürlich extrem witzig. Je nachdem für wen dann. Also 133 Punkte noch. Ich gebe alles. Also ich bleib dann auch nicht stehen. Also, ne? Also ich versuche die jetzt quasi ich versuche die jetzt zu reißen, die 1300. Das ist sozusagen jetzt so eine kleine Neben-Challenge. Oder was? Wie man das auch nennen will. Erstmal überlegen, bis wohin wir die Karte hier reizen. Ja, ist ja schon mal lustig. Alter, sag mir bitte nochmal, wie viele Punkte ich hatte. Habe ich gerade schon wieder vergessen. 100? Bitte nochmal kurz in den Chat schreiben, danke. Reizen wir die Karte jetzt auf Grang, da muss ja genau der alte oder irgendwo bei eigentlich drin liegen. Na gut, machen wir mal. Kann ja sein, dass der alte drin liegt. 40. Zack. Guck mal an. Dieses Spiel werde ich wohl verlieren. Naja, nö, muss ich nicht. Könnte ja Nulle wäre es, glaube ich, das einzige Ding, was ich gewinnen kann, ne? Bei 40 müssen wir wohl den Nulle wäre spielen und ich habe ja 7 Pik. Oh, dann kann ich ja gar nicht gewinnen. Lame. Verguckt. Was kann ich denn dann überhaupt spielen? Ich muss ja den Grang spielen. 20. Doch, ich kann eigentlich den Nullowert trotzdem gewinnen, wenn er nicht, wenn irgendwie einer alle Kreuz oder so hat, glaube ich. Der Grang ist doch auch scheiße. Wenn einer die Übergabe nicht zu dem Mann mit Pik 7 hat. Also es passiert halt nie, aber ich glaube, der Grang. Was soll da jetzt passieren? Soll ich da jetzt 21 drücken und also kein dann irgendwie noch ein Herz abstechen oder so? Da bin ich niemals in die Nähe von 60 gekommen gerade. Aha. Ich habe keinen Peak mehr. Na, darauf fällt er wahrscheinlich nicht rein. Haben wir doch noch die Pik 7. Verdammt! Naja. Dann immerhin für die Fraktion, die sich gewünscht hat, hoffentlich keine 1300. Die ist soeben zum Erfolg gekommen. Ja, Pik müsste ich schwarz spielen, Max Kühne. War leider nicht mehr möglich bei 40. Kannst du dir onstream mit Holy Energy mal die Haare waschen und demonstrieren, ob der ganze Zucker, der da drin ist, gut oder schlecht für die Geschmeidigkeit der Haare ist? Ich will ja keine Werbung für Holy Energy machen, aber da ist ja tatsächlich kein Zucker drin, Sarah. Ich könnte halt testen, ob die ganzen Zuckerersatzstoffe, also Aspartam und Co., wie sie alle heißen, oder ehrlich gesagt weiß ich nicht, was da drin ist, also bitte nicht verklagen, ob das gut oder schlecht für die Haare ist. Das könnte ich mal machen. Allerdings on-stream Haare waschen würde dann nur mit Waschschüssel tatsächlich gehen. Aber bei 600 Abonnenten mache ich das natürlich. Also, ne, schön Abos klicken. Ich habe gestern oder wann vorgestern im Stream angekündigt, bei 500 Abonnenten mache ich einen 12-Stunden-Stream.
Strengt euch an. 12 Stunden Skat, ne? Also schön die Abos klicken, ne? Wer jetzt hier noch kein Abo hat, was ist los mit euch? So, da spielt die Skat-Oma Grang anscheinend. Kriegen wir hier nochmal 40 geschenkt. Was siehst du? Jetzt hätte ich die Dame noch zur Übernahme lassen können. Ah, ich habe die 8 noch. Okay. Ah, noch 3 Augen verschenkt. Aber trotzdem Eigenschneider. So, letztes Spiel ist auch noch der absolute Trash. Also wahrscheinlich hätte ich die 1300 tatsächlich auch nicht geschafft, wenn ich das eine Spiel da gewonnen hätte, ne? Mit den anderen beiden Spielen hier wirkte nicht so. Grang? Na dann. Es ist ja, glaube ich, auch nicht so, dass man immer mit anderen spielt, die bei der gleichen Spielanzahl sind, oder? Oder ist das so? Ich glaube nicht, ne? Ist irgendwie wild gemixt, glaube ich. Wild Mix. Gut, Glückwunsch an Dread Fury. Hey, man sieht ja gar nicht, welcher Platz das war. Also auch hier, weil der rausgegangen ist. Deep 66. So, das war's. Ich ende auf 1065. Öde. Wird niemals reichen für die für hier Geld, glaube ich. Aktuell ist der, aber ist heute auch Tag 1, also ist völlig, also jetzt bin ich noch im Geld, da bin ich am Ende garantiert nicht mehr. Bis wohin geht's denn immer runter, ey? Bis Platz. Okay, das ist alles unwichtig. Kann man heute noch nicht gucken, ist total unrepräsentativ und Quatsche hier zu gucken. Das heißt aber, ich kaufe mir das nämlich nur, wenn es multiple einsetzbar ist, schreibt Sarah. Sehr gut. Das heißt aber, wir haben noch, naja, eine halbe Stunde Zeit. Wir fangen noch die zweite Runde an. 10 Euro, zack. Denn es wurde ja nicht erreicht, die 1300. Also nochmal von vorne. Das Hamsterrad beginnt von neuem. Werden wir wahrscheinlich natürlich nicht schaffen, alle 36 Spiele jetzt im Stream, weil wie gesagt 23:59 schließt das Ding. Aber macht ja nichts. So, hier können wir jetzt, für 20 schon. Naja, der Skat ist natürlich scheiße. Aber gut. Dann fangen wir vielleicht mit einem verlorenen Spiel mal an. Was hat er gereizt überhaupt? 20, ne? Das ist auch gefährlich. 34. Ja, Trumpf 1-1 müssen jetzt sowieso kommen. Wenn er zwei Alte hätte, hätte er auch gereizt, ja. Aber ob ich jetzt noch einen vollen kriege? Gut, die Dame macht noch einen Stich jetzt in Karo. Das ist schon mal gut. Reicht das jetzt? Irgendwie keinen vollen mehr bekommen. Ja, 66. Na dann. So, gleich das nächste Ding hinterher pfeifen. Einschießen.
Zahlt man da jedes Mal 10 Euro und zusätzlich das Abreizgeld? Fragt Sarah. Nein, es gibt kein Abreizgeld. Also, oder das klingt ein bisschen positiv formuliert, das Abreizgeld ist in den 10 Euro integriert. Heizt man denn da? Ah, oh, das ist aber auch ein Ding jetzt, den auf Grang schon zu zimmern. Er hat ja wahrscheinlich da links die ganzen Vollen, er reizt ja keinen Null. Karo Hand mit den 5 ist auch öde. Ah, ich lasse ihn weg. Ihr werdet wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie kann man den beim Game-Duell weglassen? Na, ist mir irgendwie nix. Ich glaube, ich würde das machen wie an der Losbude. Ein Los kaufen und entweder ich habe das Kuscheltier oder nichts. Ja, machen auch viele so, Sarah, ne? Also Daniel hat ja auch erzählt, der spielt 3 Spiele und wenn er da nicht 200 Punkte hat, dann zahlt er direkt den nächsten Zehner ein. Aber da ich das ja ein ganzes Jahr lang und auch mit Ranglistenoptionen spielen will, ist mir das einfach ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Na? Aber ist natürlich auch eine Strategie. Oder du sagst hier 500 Euro mit dieser extrem schnellen Strategie, entweder kommt oder nicht. Aber dann kenne ich mich, dann bin ich wahrscheinlich nicht diszipliniert genug und sage im Oktober, irgendwie, wenn noch 7 Monate Zeit sind, habe ich dann keinen Bock zu sagen, die 500 Euro sind weg, ich lasse jetzt die Quali ziehen. Also das dann finde ich dann auch öde. Aber ja, gut. Es gibt verschiedene Herangehensweisen auf alle Fälle. Insofern ist das okay. Kreuz, okay. Puh, ja. Lass ich den mal weg. Okay. So, jetzt bitte keine Asse schmieren. Ach, er hat noch Trumpf 10 gedrückt. Ich weiß überhaupt nicht, was das bedeuten soll, dass er einmal Dame und einmal Herr, ich spiele jetzt Pik, keine Ahnung, ey. Warum hat er den Karo König und dann Herz Lusche geschmiert? Na, den gewinnt er leider. Na gut, mit 83 war er gar nicht so knapp. Liegt echt gut drin, liegt zum Grang drin, ne? Ach, ja. So viel Value verloren wieder. Ja, Michael Böhm schreibt es auch gerade nochmal in den Chat, ohne Abreizgeld. Aber wie gesagt, dafür ist halt relativ. Weil nicht nur relativ, sondern total intransparent, wie viel von den 10 Euro überhaupt im Preispot-Lauf anlanden. Weil es halt feste Preispots für jedes Turnier gibt. Immer 6.000 Euro für dieses Wochenturnier werden ausgeschüttet und immer so und so viel im Finale. Das heißt, es kann sein, dass die pro Woche irgendwie 20.000 Euro einnehmen und 6.000 Euro davon ausschütten. Das würde dann heißen, dass von den 10 Euro irgendwie 4 Euro in den Preispool kommen. Es kann also sein, dass sie nur 10.000 Euro einnehmen in der Woche, dann kommen halt von den 10 Euro 7, 8 Euro in den Preispot. Also maximale Intransparenz. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber auf der anderen Seite insofern transparent, dass man halt weiß, dass es so ist. Insofern kann man sich dann auch darauf einstellen.
Blub, blub, blub. Der will auch nicht aufdecken. Ja. Bin ich dabei. So, erstes Päckchen. Unspektakulär. Next. Naja, wird deutlich verrückter gereizt, Sarah. Also. Weiß gar nicht, ob bei der Rangliste auf Euroskat so verrückt gereizt wird, denn da fällt ja ordentlich Abreizgeld an, tatsächlich. Da braut sich doch ein Gräng zu sehen. Passe, passe sogar. Und da ist noch ein Junge drin. Das ist aber schön. Na, machen wir mal so. Na, vielleicht erst Karo Ass abspielen, ne? Genau auf 31 legen sie den. Oder? 32 sogar. Ja, gut, dann weiß ich nicht. Jetzt werden sie wohl kaum 20 Pik abwerfen. Egal. Fast hat's geklappt. Aber nur fast. Oh, die ersten drei sehen gut aus, die zweiten vier nicht so. Aber ist ein reizbares Spiel. An excitable game, wie der Engländer sagt. Schon wieder passe, passe. Und ein Ass. Dann Herz. Ah. Okay, stehen die jetzt so schlecht? Nö, geht noch. Ein Trumpf voll, es ist in Danger. Aber ist nicht so schlimm. Glaube ich, hoffe ich. Pik Ass ist rechts, ist gut. So, 188. Was war der Schnitt, den man braucht? 170, ne? Pro Dingsbums. Pro Päckchen eigentlich. 4, 12. 12 mal 170, ne? Sind 1700. Ja, genau. 170er Schnitt pro Päckchen, dann ist man am Ziel der Träume. In Berlin, 200 Meter von meiner Wohnung entfernt. Ich würde ja eigentlich sagen, Ziel meiner Träume ist meine Wohnung, aber die 200 Meter ist okay. Na gut, sind vielleicht 300. Sind vielleicht sogar 500, wenn ich ehrlich bin. Wollen wir nicht übertreiben. 500 Meter von meiner Wohnung entfernt. Sagen wir es so. Keine Jungs mehr drin. Naja, dann. Gucken wir mal, ob es in irgendwelchen Farben noch Möglichkeiten gibt. Nö, anscheinend nicht. Spielt Herz zurück. Dann. Dann wohl nicht.
Gut, aber positives Päckchen. Über 170er Schnitt. Leider sieht man jetzt hier jetzt wieder nicht die Gesamtpunktzahl. Jetzt sieht man die, die ich vorhin hatte. Wenn ich jetzt zur Turnierübersicht gehe, dann sehe ich auch nicht. Dann muss ich wieder einen Taschenrechner rausholen. Das ist ja öde. Ich glaube, es ist nicht falsch, was ich sage, ne? Ich sehe hier die quasi letzte Liste. Wenn ich jetzt wissen will, was ich in der Liste habe, muss ich tatsächlich händisch zusammenrechnen. Wenn es nicht so ist und ich das irgendwo sehen kann, schreibt's mal in den Chat. Morgen starte ich den Elfo-Stream und starte erstmal 0 zu 3 im Game-Duell-Reizmodus. Kann passieren, Michael Böhm. Deswegen schaltet morgen um 11 Uhr ein, um zu sehen, wie ich 0 zu 3 starte. Hat auch einen humoristischen Nebenwert, Nebeneffekt. Ist mein erstes Spiel mit drei Jungen heute bei Game Duel, glaube ich, ne? Also mit drei von oben. Kann ich mich nicht erinnern, gehabt zu haben. An der Stelle nochmal umschalten auf deutsche Karten. Die sahen nämlich eigentlich echt attraktiv aus. Guck mal. Man muss sagen, auch wenn man sie nicht mag, dieses leicht angegilbte hat was. Ja, schön angegilbt. So. Ja, das waren zwei Luschen. Dann ist es eben kein Grang. Wo sitze ich? Mittelhand. Ja, kann sein, dass ich mich auch irre und ich hatte heute schon mit drei Jungs, also nagelt mich mal darauf nicht fest. So, ich glaube, hier tragen wir mal ab. Okay, der Alex schreibt wieder, ich hätte hier Grang spielen müssen. Naja. Ich weiß es nicht. 24. Das kann. Oh. Ja, der hat ja niemals alle anderen Herz. So, 24, wenn jetzt noch. Fuck. Jetzt schneidet einer mit der 10. Nö. Ja, doch, als König, dann passiert das natürlich auch nicht. Also letztlich für diesen 2000er, für das 2000er Ergebnis kann man sagen, brauchst du halt immer zwei von drei Spielen, ne? In diesen Päckchen. Oder halt ein dickes. Ein Grang mit Vieren soll heißen, ein dickes. Das ist ja darauf, worauf es hinausläuft. Ah, ich hatte schon einen Grang mit Vieren, ja, Daniel. Das stimmt. Aber mit dreien konkret hatte ich, glaube ich, nicht. Aber vielleicht auch doch. Kann mich irren. Mit Vieren ist ja nicht mit dreien. Will keine Wortklauberei betreiben, aber ist was anderes. Aber kann auch sein, dass ich den schon hatte. Also alles gut. Kam mir gerade, sah ein bisschen neuartig aus. Herz, Hand. Bei welcher Reizung? 24. Hätte ich vielleicht mal Kreuz aufmachen sollen. Warum kommt jetzt nicht nochmal Pik nach? Okay, wie er meint. So kriegen wir natürlich nicht den Pikstich. Hä, es war ja irgendwie. Na gut. Ich krieg auch nur den König dann. Ja, liegt das Karo Ass noch im Skat? Retticktigen. Sind die Spiele ja eigentlich schnell? Verhältnismäßig, ne? Das Zeitlimit ist relativ kurz. Zwanzig sage ich noch. Da habe ich noch schon. Naja, mal nicht so gut gefunden. Das kommt wahrscheinlich öfter mal vor bei dem Ding, 13 Herz. Ja, die Karte steht wahrscheinlich jetzt nicht zu meinen Gunsten in beide Reizen. Die kam ja wie aus der Pistole geschossen.
Aber ich muss, glaube ich, trotzdem schneiden. Ah, ich habe zwei Kreuz gedrückt. Wollen wir mal stechen. Weiß gar nicht, wie ich gewinnen soll, aber gucken wir mal. Siebenundzwanzig. Ich muss irgendwie. Was muss ich denn? Kreuz Ass noch stechen. Und Karo und Pik Ass noch kriegen oder so. Jetzt hat er links natürlich nur einen Pik. Ach, wenn das die 10 blank war, dann kann ich mich natürlich in den Arsch beißen. Okay. Nee, war nicht blank. Na gut, dann geht der halt nicht. 45. Minuspäckchen. Das war das dritte, glaube ich. Wir spielen ja immer sechs Päckchen. Vielleicht reicht es heute gerade noch die Zeit, um quasi danach abzubrechen. Wo bleibt das Glöckchen? Die Leute gehen langsam schlafen anscheinend. Guck mal, Game Duel gibt es schon seit 2003. Traditionsreich. Und da geht's los, die wilde Fahrt. Und da, das ist doch mal wieder eine Karte. So, jetzt 200 in dem Päckchen. Wieder ein paar Punkte gut machen. Nur zwei Siebenen. Was hat er da gereizt? 24. Naja, Druck nochmal Dame. Wird kein leichtes Spiel. Hahaha. Darauf habe ich spekuliert. Das ist ja fast immer von der Dreierlänge da. Deswegen ist da raufgehen oft besser. Wie viel haben sie jetzt schon? 12? 19? Okay. 35. Okay. Neununddreißig. Na dann.
Oh, schöne 10 geschenkt. Game-Duell gehört jetzt den Indern. Für Drunken Bruno ist es nicht das richtige Format. Ja, kann ich total verstehen. Also das ist, da muss man schon Bock drauf haben. Bei mir ist es so, dass ich gern verschiedene Formate ausprobiere. 24, gucken wir rein. Bube drin? Nö. Aber fast. Nur du wär, aber nur fast. Geht nicht ganz. Herz, Herz, Herz. Herzschmerz. Aufschlag. Acht. 20. Weißt du, ist meins? Nicht auf Schenken drücken, wurde mich vorhin nochmal erinnert. Was wechselt der denn dann die Karte immer noch so hin und her? So die gleiche wie vorher. Sieht so aus, als ob er fünf Karten hin und her wechselt. 170 wäre on par, aber ich habe ja gesagt, wir müssen ein bisschen was rausholen. Ne? Dann müsste jetzt das dritte auch noch meins werden. Le troisième jeu. Ach, mein Französisch ist so schlecht. So, also 18. Na, siehste. Der Alte. Le Vieux. Ist das richtig? Oh Gott. Wahrscheinlich, vielleicht irgendwie so. Na dann, Gran. Siebenundzwanzig. Erstmal Pik leeren. Jetzt weiß, habe ich natürlich schon wieder vergessen, ob ich Karo 10 gedrückt habe oder nicht. Ist auch nicht so clever. Glaube, da werfe ich ab, ne? 20. Jawohl, 24. Mega. So, habe ich doch angekündigt, dass das hier mehr. Guck mal, da haben wir doppelt so viele Punkte, wie wir haben dürften. Oder sollten. Wie viele Päckchen habe ich denn jetzt gespielt? Vier. Die gleichen sich aus und es fehlen also ein paar Punkte. Also, zwei, hier sind. Mein Gott, wie viel sind das denn? 192, 282 statt 340. Also bin ich so 60 Punkte hinterm Ziel. So, also die zwei Päckchen können wir auf jeden Fall noch machen. Dann wird wahrscheinlich der Server abgeschaltet. Und dann kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Geht's weiter. Die haben durch Corona den Wert des Unternehmens gesteigert, weil alle daheim sitzen und süchtig werden nach Einzahlung. Jetzt haben sie das Ding abgegeben an eine indische Firma. Okay. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das an, nach Indien dann gewinnbringend verkauft. Aber wahrscheinlich ist es immer noch besser, als wenn man sich dann hier mit unseren Hardcore-Glücksspielgesetzen, Glücksspielstaatsvertrag und so weiter auseinandersetzen muss, dann lieber nach Indien abgeben. Und die sich darum kümmern lassen. Ist wahrscheinlich auch eine Idee. Oh, da hat es wieder geklingelt. So. Naja, da kenne ich nicht mal 0 in der Karte. Da dürfen die anderen mal wieder ran. 22 Pässe.
Kreuz. Ist vielleicht auch gar nicht so clever, dass ich direkt in der ersten Woche einsteige und mir quasi irgendwelche Zielmarken setze. Nach der ersten Woche könnte ich ja schon mal die Rangliste mir angucken und wissen, ob zum Beispiel diese Zielmarke von 1300 überhaupt sinnvoll ist oder ob ich da dann am Ende nie im Geld bin oder so. Aber egal, ich hatte heute Bock, also rein. Haben wir wieder die richtige 10 geschmiert, ey. Schade. Doch, die kurze schmieren. So, hier können wir 0 auf jeden Fall mal reizen. 0 Hand gegebenenfalls. Geht auch. Würde ich sagen, machen wir. 0 Hand, 35. Nullover ist mir zu schlecht, wenn sie die Karte sehen. Schade. Na, wie heißt da? Moment, nicht. Ist doch geil, wie das einfach nur Skat steht da oben. Einfach nur Skat. 36. Okay. Karo meine ich. Bei 36. Also höchstwahrscheinlich ohne 3. 17. Dreißig. Zweiundvierzig. Oh, jetzt hat er Kreuz spielen müssen, damit ich meinen Trumpf verstechen kann. Mann, Mann, Mann. Das war dünne Leistung, ey. Seinen alten abholen. Er macht alles falsch, was man falsch machen kann. Macht nix. Oh je, oh je, oh je. Den hätten wir fünfmal gewinnen können. Naja. Solche Spiele werden wir auch am laufenden Band geschenkt bekommen, nehme ich an, in Zukunft. Insofern drücken wir mal da ein Auge zu. So, was ist hier los? Ein Hinterhand. Ja, Herz auf jeden Fall. Aber ob wir den auch als Herz-Hand spielen? Na gut, wir können ja reingucken bei 24. Haben wir jetzt nicht so viel gefunden. Ich glaube, ich drücke einfach 20. Trümpfe sind so stabil. Naja. Gucken wir mal. Also was heißt so stabil sind die jetzt nicht, aber können wir vorstellen, da ist irgendwie Karo lang, ne? Der hat irgendwie 18 gereizt oder so. Das hilft doch schon mal. 31. Der andere Junge rechts, nehme ich an. Hast sowieso noch einen Peak damit. Das können wir schon anfangen abzuwerfen hier. Haben sie echt wenig Punkte gemacht. Aber trotzdem aus dem Schneider. Schade drum. So 80 war jetzt natürlich nicht das Rosarote vom Ei. Ein Block noch, ne? Ich glaube, es ist der letzte Block für heute, Leute. Na, der Block jetzt noch, auch wenn der Server noch ein paar Minuten länger auf wäre. Wer weiß, nur noch 10 Minuten ist der Server noch auf. Also könnte sein, dass es sowieso der letzte sein müsste.
Irgendwie vermisse ich meinen Quantus. Kann ich verstehen, Sarah. Ich höre ihn auch ganz leise im Ohr. Jammern. Nee, kleiner Spaß. Aber ich glaube, der ist bald zurück aus dem Urlaub, ne? Er hat irgendwie gesagt, 12. August? Habe ich gerade vergessen. Der regeneriert sich jetzt bestimmt von der Skatzucht und streamt dann nur noch live aus dem Hobbykeller, wie er aus Gliedmaßstäben Origamis formt. Übrigens, Quantus hat ja aus dem Urlaub ein Video gemacht, ne? Auf seinem Kanal. Was war das? Na, Sandskat oder so auf Skat spielen, glaube ich. Hat er ja gemacht. Hint, schönes Hotelzimmer im Hintergrund. Mit Lüftung. Wer es noch nicht gesehen hat, geht gerne auf Quantus Kanal. Andreas Schmendrick. Mensch, Schmendrick, den Namen kenne ich auch, glaube ich, von Euroskat. Voll cool, dass du so viel Content bringst mit Game Duel, auch nochmal so schön abwechslungsreich. Beste Grüße, Schmendrick, ein Skatstream-Fan. Das geht runter wie Öl. Danke dir, Andreas. Es freut mich, dass ich euch ein bisschen was Schönes liefern kann hier. Deswegen mache ich es ja auch. Krank. Übrigens. Wird das sein mit Vieren dann oder was? Den lässt er jetzt durch vielleicht. Ach, okay. Achtunddreißig. Eventuell Pik 10 wäre jetzt vielleicht gut gewesen. Okay, jetzt Pik 10 ist einer zu spät, aber er hätte auch nur eine Lusche zugeben müssen, dann hätte es glaube ich nicht gereicht, ne? Das schon, aber trotzdem Stich eher, glaube ich, sinnvoller, weil er kann ja, nachdem er einmal. Na gut, er hatte selber die Dame. Aber trotzdem, von der Logik her dann lieber gleich Pik 10. End oder weder. Ja, genau, Sarah. Na, siehst du, da kenne ich den Content von deinem Lieblingsstreamer besser als du. Also, so geht's ja nicht. Ja. Also, guck gern auf Quantus Kanal. Er hat da ein, zumindest ein Video. Ich glaube, es ist nur eins, aber er hat eins aus dem Urlaub abgesetzt. So. Das sind wir in Vorhand. Ich glaube, dann muss man ja bei dem Format fast schon auf Grang reizen. Ne? Aber ich nehme es natürlich lieber für 36. Ja. Dann machen wir das Kreuzspiel. Sie kommen raus. Dass man hier noch gesiezt wird, hier, war schön. Aber ich bin ja auch ein alter Mann. Also, finde ich das schon angemessen. Oh, 13. Dreiundzwanzig. Siebenundvierzig. Ist egal mit diesem Aufdecken. Das Aufdecken dauert irgendwie länger als Karten zu Ende spielen, glaube ich. So, ja, 86 erst. Ne, noch ein Spiel jetzt im letzten. Noch ein Junge links. Ah, das ist ganz lustig, wie die Karten verteilt werden. Dann kann man, wenn links so die Lücke geschlossen wird oder so, dann weiß man, oh, da kommt noch ein Bube reingeflogen. Ja, pf, gut, ich reiße jetzt hier mal 30. Einfach über den Karo heben, ne? Ist ja schon ein ganz schönes Crap Blatt. Junge Ace. Jetzt ist es überhaupt kein Crap Blatt mehr. Jetzt ist nur die Frage, ob man hier den Grang riskieren sollte, aber es scheint nicht sehr sinnvoll zu sein. Nee, mach ich auch nicht. Wie drückt man da? Drücken wir mal so. Ja, links hat er am ehesten, glaube ich, Peak lang, wenn er bei 23 passt.
Dann fragt ihr euch, warum drücke ich da nicht Pik? Naja, damit das Ass irgendwie nicht blank abgestochen wird, wenn er von der Viererlänge Pik öffnet, ist, glaube ich, überhaupt eigentlich unlogisch. Aber gut. War jetzt gerade mein Gedankengang. Meine Gedankengänge beim Skat sind leider nicht immer logisch. Okay, jetzt 10 drauf, gefällt. Na, hat er noch rechts eine Dame mit? Nee, tatsächlich beide Kreuz vollen links. Öde. Aber da hätte ich zumindest den Gang mit ziemlicher Sicherheit verloren. Aber noch kann es trotzdem Schneider werden, ne? 22 oder was? Hätte ich doch den Bauerntrick versuchen sollen. Na gut. Trotzdem nochmal ein 160er Paket. Ist okay. So, wir gucken mal. Jetzt muss ich den Taschenrechner nochmal rausholen, weil, ne, ist klar. Öffnen Sie sich, weil er jetzt halt nur die alten Punkte anzeigt. 94, 188, 4, satte 4, 340, 80, 160. So, Halbzeit 866. Das heißt, immerhin geiler Cliffhanger. Die 2000 ist theoretisch noch drin. Ja. Ja, Leute, das war dann geh doch zu Game Duel Folge 1. Hier bei mir auf meinem Kanal. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es total Spaß gemacht. Wer später dazugekommen ist, guckt euch gerne nochmal den Anfang an. Den fand ich extrem spaßig. Da haben wir so auktionsmäßig mein Avatar designt. Ihr könnt es auch eventuell total öde finden. Dann guckt bloß nicht den Anfang des Videos. Aber ich habe auch so ein bisschen erzählt, wie das hier alles funktioniert bei Game Duel. Wer das nicht weiß, einfach die erste halbe Stunde ist nur organisatorisches. Viele fanden ja an der Uni oder in der Schule organisatorisches immer geil, denn es ist ja kein Unterricht. Aber ich befürchte, ihr findet eher Skatspielen besser als organisatorisches. Kann ich auch verstehen. Aber nur zu eurer Info. Das heißt, hier geht's weiter. Wann weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall natürlich vor nächstem Freitag, denn dann wird die Liste ja gelöscht. Das heißt, ich muss vorher irgendwann Zeit finden, um die Liste zu beenden. Ihr werdet darüber informiert, am ehesten natürlich im Discord-Kanal, aber wenn ihr noch nicht auf dem Discord seid, kommt gern rein. Der Link ist in der Videobeschreibung wie immer. Oder ihr habt halt meinen Kanal abonniert. Ihr wisst, bei 500 Abonnenten mache ich einen 12-Stunden-Stream. Danach sehe ich richtig fertig aus. Wer das mal sehen will, seid dabei. Ist noch ein weiter Weg bis zu den 500 Abos, deswegen, ne? Aber wer noch keins geklickt hat, gern Abo klicken. So, Leute, das war Game, das dann geht auch zu Game Duell. Sarah fragt noch, ist links von der Palme noch ein Fenster? Ja, was heißt denn links von der Palme? Also hinter mir ist auf jeden Fall ein Fenster, ein doppeltes. Moni hat es auch gefallen und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Kommt gut, ich wollte gerade sagen, kommt gut in die neue Woche, aber heute ist ja Gott sei Dank Freitag. Also kommt gut ins Wochenende, schlaft und träumt schön. Ich hoffe, bei euch hat es sich heute auch ein bisschen abgekühlt. Wenn nicht, hoffe ich, dass es sich am Wochenende bei euch abkühlt. Und ja, macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.